Ja, die Frage grundsätzlich, wie man eine Entgeltumwandlung oder auch Gehaltsumwandlung effizienter gestalten kann als bei einer klassischen Versicherungslösung, sind innenfinanzierte Lösungen wie die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Hier verzinst sich aus Arbeitnehmersicht bereits der erste Euro. Es wird nichts abgezogen für Kosten, für Provisionen, für Gewinn, für alles Mögliche, sondern bereits der erste Euro verzinst sich. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis für die spätere Leistung. Und wenn man mal das aus Unternehmersicht betrachtet, ist es auch eine ganz andere Möglichkeit zur Mitarbeiterbindung und dann auch zur Fachkräftegewinnung. Denn ist natürlich ein deutliches Argument, wenn ich sagen kann, lieber Mitarbeiter, deine Entgeltumwandlung verzinst sich in voller Höhe, nicht nur 70% zum Beispiel, sondern verzinst sich in voller Höhe, und die Leistung, die sich daraus ergibt, die bekommst du fair und transparent ausbezahlt. Als wenn ich dir sage, lieber Mitarbeiter, nur 70% verzinsen sich, wenn du die ersten 10 oder 15 Jahre ausscheidest, dann ist nicht mal das eingezahlte Kapital vorhanden. Das ist natürlich eine Argumentation, die für Mitarbeiter verständlich ist, greifbar ist und auch wirklich als werthaltig verstanden wird. Wenn ich dann dazu noch die Arbeitgeberseite nehme und sage, die Entgeltumwandlung ist nicht unwiederbringlich aus dem Unternehmen abgeflossen, unwiederbringlich, unwiederkehrbar, nicht stornierbar, nicht beleihbar, nicht verpfändbar, nicht rückgängig machbar, sondern die bleibt im Unternehmen, dient dem Unternehmen, stärkt das Unternehmen, kann im Unternehmen genutzt werden zur Darlehensrückführung, Kontokorrentrückführung, zur Investition oder auch zur Anlage in Real- und Sachwerten, dann ist es für den Unternehmer auch aus Krisensicherheitsgesichtspunkten, aus Real- und Sachwertgesichtspunkten, aus Blickwinkeln einer Euro-Krise oder Finanzkrise oder allgemein betriebswirtschaftlich gesehen, ein wesentliches Asset, das ein Unternehmer einfach nutzen sollte, wenn er die Möglichkeit dazu hat und wenn zum Beispiel eine Potenzialanalyse ergeben hat, dass in seinem Unternehmen sich aufgrund der Struktur das wirklich rechnet und im höchsten Maße effizient ist.